Minuten, die Erfurt wehtun. Trainer Fabian Gerber, den RWE-Fans und vor allem ihm, Torwart Franco Flückiger. Es war eine unnötige Niederlage. Ja, ich denke, wir hatten das Spiel eigentlich ganz gut, auch unter Kontrolle. Babelsberg macht aus dem Nichts das 1-0, was klar auf meine Kappe mitgeht. Und ja, dann aus dem Konter das 2-0. Ja, wir haben uns leider nicht belohnt für teilweise die guten Aktionen, die wir hatten im Spiel. Großartige Atmosphäre im Karl-Liebknecht-Stadion von Potsdam. Durch die RWE und die 03er-Fans. Erfurt mit drei Änderungen zum 2-0 gegen Halberstadt. Bieg und Lopez Capral kommen ins Team. Und Nazareno Ciccarelli, hier bedient von Seidemann. Und dann geht's ruckzuck durchs Mittelfeld. Felsberg und Klatte im Tor. Zieht das linke Bein raus. Fantastische Parade des Babelsberger Schlussmanns. Felsberg hatte beim 6-2 im Hinspiel sein erstes Regionalliga-Tor für Erfurt erzielt. Dieser Treffer wäre noch wichtiger gewesen. Er übersieht Mergel, der ins leere Tor hätte einschieben können. Babelsberg, 6 Spiele ungeschlagen. 19. Minute Ecke durch den Ex-Erfurter Gladro und Kopf durch Daniel Fran. Der ist ungehalten, dass es mit Abstoß weitergeht. Aber Schiedsrichter Johannes Schipke liegt richtig. Fran als Kapitän extrem wichtig für die 03er. Es ging zur Sache. Für Babelsberg in dieser Regionalliga-Saison nichts mehr zu holen. Dennoch gelb für Gladro gegen Mergel. Gelb für Fran gegen Lopez Capral an der Außenlinie. Und Lopez Capral ist gleich noch mal dran. Diesmal gelb für Endualu. Intensive Minuten in Babelsberg. Fabian Gerber begreift, so leicht wie im Hinspiel wird's diesmal nicht. Ein Ball, 4 Männer. Lopez Capral, Starzev, Mergel, Ciccarelli. Es macht Sydney Lopez Capral. Eine Überraschung, der Niederländer mit einem Abstaubertor aufgefallen in dieser Saison. Janne Sitan wird am Kopf getroffen und das mit Wirkung. Aber er kann und er will weitermachen, stammt aus der Jugend von Energie Cottbus, will seinem ehemaligen Verein helfen. Genauso wie Fran, Popoklatscher durch den Kapitän und auch Unterstützung von Çakmak. Zur Pause, Franco Flückiger ungehalten. So wird's nichts in Babelsberg. Die zweite Hälfte, auch Erfurt kann es robust. Bieg gegen Genschel, Freistoß 0-3. Und da haben sie einen Spezialisten, Tahsin Çakmak, 49. Minute. Franco Flückiger, er greift daneben. Çakmak mit seinem 6. Saisontreffer. Flückiger, die Konstante bei RWE. 11-0 in dieser Saison, nur 26 Gegentore. Er hat keine einzige Regionalliga-Minute verpasst. Und jetzt das. Ja, es ist ein scharf getretener Freischuss aus dem Halbfeld. Ich entscheide mich nach vorne, den Ball wegzuverteidigen, treffe den Ball nicht sauber und hau ihn mir dadurch selber rein. Der Ball hart getreten durch Çakmak. Flückiger geht ihm bewusst entgegen. Und trotzdem rutscht er ihm durch. Natürlich ein Torwartfehler. Flückiger, vielleicht irritiert durch Daniel Fran, der kurz vor ihm die Hände hochreißt. Nein, das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Wie gesagt, es war halt einfach ganz klar mein Ding und dazu muss ich halt stehen. Bitterer Moment für Rot-Weiß. Bitterer Moment für Flückiger. Unterstützung kam von RWE-Trainer Fabian Gerber. Schon oft in dieser Saison ist seine Mannschaft zurückgekommen. Aber Babelsberg blieb dran. 55. Minute. Ecke, Tahsin Çakmak. Und er findet Sitan, der Innenverteidiger bei Eckbällen immer mit vorn. Ein Torjäger ist er nicht. Rot-Weiß 0-1 hinten. Fabian Gerber spürt, meine Mannschaft braucht einen Impuls.
Er bringt Erik Weinhauer und Osayaman Osave noch eine halbe Stunde zu spielen. Und beide sofort am nächsten Angriff beteiligt. Da ist Weinhauer auf Merkel. Zentral startet Osave. Luis Glatte, wie schon in der achten Minute gegen Felsberg, mit großartiger Parade. Osave bedient durch den Außenrisspass von Merkel. Wunderschön gespielt. Am Ende fehlt ihm Druck. Steinborn mit dem weiten Einwurf. Babelsberg immer wieder mit Möglichkeiten. Wie in dieser 67. Minute durch Ndoualu. Rudolf Ndoualu, geboren in Brandenburg an der Havel, immer torgefährlich für die 0-3er. Noch genügend Zeit für Rot-Weiß. 73. Minute. Der Ball, er läuft zu Felsberg. Und der findet Osave. Zentimeter fehlen zum Ausgleich. Luis Glatte tritt ihm entgegen. Er ist schneller als David Danko. Osayaman Osave. 1-10 Tore in der dritten Liga für den HFC. Einst erfolgreich für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Aber die alte Form hat er noch nicht. Ja, er kommt aus einer Verletzung, hat lange nicht gespielt. Ist ja ganz normal, dass wir die Jungs aufbauen müssen, behutsam aufbauen müssen. Nicht wieder das Risiko eingehen einer erneuten Verletzung. Und deswegen hat er letzte Woche 10 Minuten gespielt, heute eine halbe Stunde. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg und freue mich für ihn, dass er jetzt langsam auch wieder zu Kräften kommt. Aber dass er natürlich nicht bei 100% ist und dass ihm natürlich Spielpraxis fehlt, ist ganz normal. Noch 11 Minuten, Ecke Rot-Weiß. Eine Kopfballstaffette im Babelsberger Strafraum. Am Ende der eingewechselte Rausch auf den Kopf des eingewechselten Kämpfer. Aber Luis Glatte hält den sicher. Ndoualu wird behandelt. Die Emotionen, sie fliegen hoch. Der eingewechselte Iraki schubst Merkel, greift ihn an den Hals. Johannes Schipke, der Schiedsrichter, berät sich mit seinen Assistenten Tim Konert und Johnny Schiefer. Sie gehen die Szene nochmal gedanklich durch. Da der Griff an den Hals von Iraki. Die Konsequenz rot für den gerade eingewechselten Babelsberger. Rot-Weiß wirft nun alles nach vorn. Babelsberg lauert auf den Konter. Daniel Frahn, der Kapitän, auf Steinborn. Der startet in der eigenen Hälfte. Nur noch Arthur Merkel sichert ab. Steinborn, das 2:0. Die Entscheidung für Babelsberg 0-3. Matthias Steinborn abgezockt. Er dreht noch eine Runde, hat die Ruhe und sorgt für das 2:0. Damit verliert Erfurt nach dem 1:2 beim BFC das nächste Auswärtsspiel. Die Niederlage, sie tut Erfurt so weh. Die Entscheidung im Meisterrennen allerdings, sie ist noch nicht gefallen. Wenn wir nächste Woche in Cottbus gewinnen, dann haben wir noch mal eine Chance. Wenn nicht, ist das Ding durch, das ist Fußball. Aber das ist auch das Schöne, wir kriegen da noch mal ein richtig geiles Spiel, wo es um eine Menge geht. Und danach sind immer noch 2 Spiele zu spielen. Also von da ist noch nichts verloren. Es gibt 9 Punkte zu holen. Die wollen wir holen und dann gucken wir einfach mal am Ende, was passiert. Die Fans geschlossen hinter dem Team. Und dennoch in der blauen Stunde von Babelsberg ein schwarzer Moment für Rot-Weiß Erfurt.